Wie sieht ein perfekter Tag für dich aus? Ich will ja schon lange mal wieder an den Strand. Also, dann würde ich sagen, Frühstück am Strand wäre schön. Den ganzen Tag am Meer verbringen. Natürlich alles mit Xarok. Und die Hunde laufen noch irgendwo da am Strand rum. Der guckt da. Das ist gemein. Der steht da auf dem Balkon und guckt. Der lenkt mich ab. Ich finde, am schönsten ist ein Tag eigentlich, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, was man machen soll oder machen will und einfach irgendwas tut und dass sich das so ergibt. Das macht eigentlich am meisten Spaß. Ich bin immer so ein Planer. Ich plane so viel und das ist stressig. Deswegen finde ich es immer schön, wenn ich mal einen Tag habe, wo ich sage, ach, weißt du was, ich habe nichts zu tun, ich will nicht irgendwas Bestimmtes tun, ich mache einfach, was so passiert. So, wie sähe ein perfekter Tag für ihn aus? Er hat bestimmt so was ganz Schnulziges geschrieben, Hauptsache Xirin ist da oder so. Aber, ein schönes US-Car. Dazu ich. Mehr braucht er nicht. Okay, so. Ein US-Car und ich und dann durch die Gegend fahren. Ich glaube, das macht ihn glücklich. Das ist voll verwirrend bei mir. Ja, ich hab dann überlegt, ich kann ja jetzt nicht voll den Roman hinschreiben. Ja. Deswegen habe ich geschrieben, ein ganz normaler, chilliger Tag. Ja, das habe ich auch für. Nein, habe ich nicht. Weska cruisen, ja. Ja, das ist ja im Prinzip das, ne? Also, Ja, genau, was hast du bei das mir? bei deiner Ausschlafen den ganzen Tag am Meer Ja. verbringen. Frühstücken auf der Terrasse am Strand und dann war's den Tag so ohne Plan und Ziel. Ja. War eigentlich gar nicht so schlecht. Da ist Ja. natürlich viel Interpretation, aber wir hatten Ja. beide, glaube ich, so denselben Gedanken. Genau, okay. Wovor fürchtest du dich am meisten? Doofe Frage. Bin gespannt, was du geschrieben hast. Also. Immer wenn ich einen Film sehe oder so, wo irgendwie einer von einer Beziehung stirbt oder ich irgendwie was in der Zeitung lese oder so, ich finde das so schlimm, dass ich auf der Stelle heulen könnte. Also meine größte Angst ist, dass ihm was passiert. Denk mal, dass das für ihn auch eine große Angst, also es wäre für ihn schrecklich, aber ich weiß nicht, ob er Angst davor hat oder ob er einfach, weil er ist so ein positiver Mensch, ob er einfach denkt, passiert sowieso nichts. Und seine größte Angst ist, dass der PC kaputt geht oder ich weiß es nicht. Oder dass YouTube seinen Kanal löscht oder. Ich weiß es nicht. Es gibt zwei Dinge, wovor ich wirklich Angst habe, in Anführungszeichen. Also eine Sache ist, wofür ich Angst habe, ist, dass meine Lieben sterben. Also zum Beispiel, dass der Amy was passiert oder dem Leo was passiert oder dass meiner Frau was passiert. Das sind so die Dinge. Das ist voll schlimm, wenn Xialin nach Hause kommt. Also sie sagt, ich fahre jetzt nach Hause und sie braucht dann so unglaublich lange und ich kriege dann keine Nachrichten von ihr, weil entweder zum Beispiel Empfang schlecht ist oder. Während dem Fahren soll sie ja auch hier nicht schreiben, ne? Aber wenn sie dann zu spät kommt oder ich das Gefühl habe, sie kommt später, dann kriege ich immer Panik. Das ist für mich so ein Gefühl, so, oh, da stimmt irgendwas nicht. Und im besten Fall hört man irgendwo im Hintergrund noch also Feueralarm oder Polizei oder irgendwas und dann denkt man immer gleich, oh Gott, hoffentlich ist sie nicht in einen Unfall verwickelt oder sowas. Ich mag Dunkelheit nicht. Also ich mag es, wenn es nachts ist und so, ne? Ich bin eigentlich schon so ein bisschen ein Nachtmensch. Aber ich mag es nicht, wenn ich absolut nichts sehe. Das mag ich überhaupt nicht. Also wenn man jetzt wirklich alle Rollos runter machen würde, jedes Licht ausmachen würde und es ist wirklich stockdunkel, so dass ich wirklich gar nichts sehe, nicht mal weiß, wo was steht, das mag ich nicht. Echt? Ja. Also ich mag das ja auch nicht, wenn ich im Bett, also wenn ich nachts aufwache und ich sehe gar nichts im Raum, ich mag das nicht, aber ich habe da jetzt nicht Angst davor oder Ja, ich habe so. vielleicht nicht unbedingt. Ja, doch, also schon. Also ich kann mich hineinsteigern. Also Echt? ich kann wirklich richtig Angst kriegen und Panik davor kriegen, so dass ich nicht schlafen kann. Also Oh, das geht schon. krass. Aber im Normalfall kann ich mich beruhigen. Das kriege ich Ja. dann schon hin, dass ich dann sage, okay, was soll schon sein? So, wo würdest du am liebsten als nächstes Urlaub machen? Strand, egal wo. Ich meine, Malediven oder so wäre natürlich schon schön, aber ich nehme auch Spanien oder Italien. Strand, Hauptsache Strand und Meer. Also, realistisch gesehen würde ich gerne nach Spanien. So irgendwie so Nord- oder Südspanien. Unrealistisch gesehen, USA. USA. Und ich schätze, dass bei ihr ähnlich. Wäre ich natürlich auch dabei, ist bestimmt cool. So Grand Canyon und alles. Ja, das ist ja eigentlich schon ziemlich auch nah. Ja. Also ich habe vermutet, dass du. Also ich habe zwei aufgeschrieben. Realistisch, also was vielleicht wirklich demnächst passieren könnte und
was wirklich am allerliebsten machen würdest. Italien oder Mauritius. So habe ich Genau. es auch erklärt. Ich habe Ja. gesagt, Hauptsache Strand, cool wäre natürlich Malediven, irgendwas sonst Ja, wo. Dann genau. zählt Mauritius natürlich dazu. Oder ich gebe mich auch mit Spanien oder Italien zufrieden. Genau, das war auch mal, also ich würde gern Spanien eigentlich so, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Und am liebsten würde ich natürlich nach den USA, was du auch geschrieben hast. USA mit dem Wohnmobil, ja, warum eigentlich nicht? Ich dachte jetzt Wohnmobil, so halt so boah. durchfahren einmal so Ja, quer. durchfahren, genau. Aber nicht mit Aber dem Wohnmobil, sondern mit dem eigentlich US-Card. mit dem US-Card, Okay, genau. habe ich verkackt. Naja. Was war dein Lieblingsfach in der Schule? Also ich muss sagen, ich war ja erst auf der Realschule und als ich da fertig war und meinen Abschluss hatte, habe ich noch das Gymnasium dran gehängt und habe noch Abi gemacht. Und auf der Realschule war eigentlich jedes Fach okay. Was war da mein Lieblingsfach? Bei ihr weiß ich, dass es Bio ist. Bio war immer ein Fach, das ich sehr mochte. Bio und Englisch, das habe ich dann auch als Leistungskurs genommen. Und bei ihm, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also Deutsch nicht. Deutsch auf keinen Fall. Was mochte er gern? Mathe? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Tatsächlich Mathe. Mochte er Mathe gern? Viele werden sagen, was? Mathe? Ja, mein Lieblingsfach war wirklich Mathe. Ernsthaft Mathe? Ja. Er hatte ja auch so eine Zeit in der Schule, wo er ziemlich gut war. Ich war gut eine Zeit lang, wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und ich war wirklich einer der Ansprechpartner in der Klasse, wenn es um schwierige Fragen ging bei Mathe. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich schreibe jetzt Mathe rein. Ich bin gespannt, was er sagt. Mathe war mein Lieblingsfach. Was ist ihr peinlicher Kosename für dich? Mein peinlicher Kosename? Ich bin ja so ein Mensch, dem fast gar nichts peinlich ist. Das kann ich ja gar nicht sagen. Er nennt mich oft Hasipups. Und das macht er aber manchmal auch, wenn wir zum Beispiel bei meiner Mutter oder so sind. Und das finde ich voll peinlich. Wenn er vor meiner Mutter und meiner Schwester und wer auch immer noch alles da ist, dann sagt Hasipups. Das ist voll peinlich. Dem fallen ja immer Kosenamen ein. Da ist er sehr kreativ. Ich bin da nicht so kreativ, aber zeitlang hat er mich zum Beispiel Himbeerpfötchen genannt. Das fand ich einerseits voll süß, aber. So in der Öffentlichkeit wäre es, glaube ich, auch peinlich. Und jetzt mein peinlichster Kosename für ihn. Ich bin da ja nicht so kreativ. Ich nenne ihn meistens einfach nur Schatz. Kreativlos. Oder Hasi. Was ist dein oder ihr peinlicher Kosename? Ganz ehrlich, ich habe gesagt, mir Mir ist ist gar es nichts peinlich, das peinlich. glaube ich dir sogar. Mir ist da, also bei dir war mir ehrlich gesagt auch nicht wirklich was bekannt, aber jetzt bin ich mal gespannt. So, Hasipups ist dir peinlich. Ja. Okay, gut. Und du vermutest, dass mir Hasi peinlich wäre? Das war, ich habe überlegt, welche Spitznamen gebe ich dir? Ich bin da ja nicht so Gibt's ja kreativ nicht so wie du. viele, ja. Und dann habe ich einfach irgendwas hingeschrieben, weil die Antwort, dir ist nichts peinlich, ist mir nicht eingefallen. So, wie viele Kinder? Oh, nicht schlecht. Jetzt bist du zwei. Und ich glaube, bei ihr ist die Antwort ja, eins. Eins. Genau, ich habe gesagt, ich hätte gern so eins, zwei Kinder und du hast sogar zwei gesagt. Weil Genau. wir mal drüber geredet haben und du hast gemeint, du hättest eigentlich gerne mehr. Und ich war mir nicht Ja. mal sicher, ob du damals sogar drei oder so gesagt hast, aber ich wusste, Ja. dass du eigentlich mehr als eins willst. Ja. Dann habe ich Genau. ihn, Und ich bei habe dir ihn weiß schon ich auf eins. eins bis zwei habe ich ihn schon reduziert. Sehr Ja. gut. Weil eins ist einfacher. Jeder, der Geschwister hat, weiß, dass ein Kind einfacher ist. Würdest du wieder heiraten, wenn er stirbt? Oh, haben wir vorhin schon gesagt, das ist sowieso meine größte Angst. Ach du Scheiße, das ist jetzt aber eine schwere Frage. Okay. Ich meine, bis dass der Tod uns scheidet, wenn er stirbt, hat der Tod uns sozusagen geschieden. Dann ist es legitim, wieder zu heiraten, sogar wenn man jetzt gläubig wäre oder so. Aber ich glaube, nein. Ob er wieder heiraten würde, ich glaube, nein. Also, ich wäre natürlich mega, mega traurig. Ich würde wahrscheinlich ewig brauchen. Und ich weiß nicht. Diese Hochzeit, die ich mit ihr hatte, es war einmalig und das wird niemals wieder so schön und es wird immer eine Enttäuschung sein. Und wenn ich nochmal heirate, werde ich wahrscheinlich an diesen Tag zurückdenken und ich werde traurig sein. Und ich finde, das möchte ich nicht. Wenn ich eine neue Frau finden würde, in dem Fall, und sie sagt, ich würde dich unbedingt heiraten, dann würde ich wahrscheinlich, wenn ich sie liebe, auch dann nicht Nein sagen. Aber ich würde wahrscheinlich nicht sie fragen. Ich weiß nicht, ich fände das auch nach 10, 20 Jahren, als dann Xion gestorben ist, oh Gott, das klingt so schrecklich,
Finde ich das persönlich irgendwie ein bisschen respektlos. Ich meine, sie ist zwar gestorben und wahrscheinlich würde sie mir auch die Erlaubnis dafür geben, aber ich weiß nicht, so jetzt aktuell würde ich sagen, nein, das finde ich nicht in Ordnung. Oder für mich persönlich, das muss jeder selber entscheiden. Das ist halt so schwierig, man kann es ja nicht sagen, wie das dann ist, wenn die Person gestorben ist und 10 Jahre sind vergangen, ob man dann sagt, ja gut, jetzt ist das sowieso alles schon so weit hinten, das Leben geht weiter und so, ne? Und das ist ja nichts Schlimmes, vor allem ich gebe ja nicht unbedingt was drauf auf dieses Heiraten prinzipiell. Es ist schwierig zu sagen, aber prinzipiell würde ich sagen, nein. Und bei ihr weiß ich nicht. Ich hätte es jetzt einfach mal auch nein. Im Prinzip, wie gesagt, ich bin auch der Meinung, sollte man nur einmal leben und es war so schön und das kriegt man nicht nochmal so schön hin und immer wenn man dann wieder heiratet, dann denkt man wieder da zurück und das würde nicht funktionieren. Deswegen eigentlich nein. Ja, Also ich würde Erinnerungen nicht verblassen heiraten. auch. Also nach Ja, 30 Jahren aber sieht das wieder anders aus. Man weiß es nie, aber wir sind jetzt es 12 Jahre muss. zusammen. Ich glaube, das verblasst nicht Das so schnell. stimmt. So würde ich in meiner Situation jetzt würde ich auch sagen, nein, muss ja nicht sein. Es geht ja auch ohne Hochzeit. Also. Wie oft streitet ihr? Bin mal gespannt, was er gesagt hat. Also, wir streiten eigentlich nicht oft. Wir streiten, ich glaube, sogar ziemlich selten. Manchmal denke ich mir, müssten wir öfter streiten? Ich weiß es nicht. Oh, es gibt manchmal Zeiten, wo wir echt oft streiten. Das ist meistens dann, wenn viel Stress herrscht. Aber eigentlich nicht so oft, muss ich sagen. Und oftmals wirklich für so, mit so wegen so Kleinigkeiten. Was mir auffällt, es gibt manchmal so Phasen, wo wir dann ein bisschen mehr streiten. Das ist da, was weiß ich, eine Woche. Das ist meistens, wenn halt irgendwie, wenn man unter Stress steht oder keine Ahnung, dann streitet man auch mehr. Aber insgesamt, es gibt dann auch wieder, dann gibt es 3 Monate, wo wir gar nicht streiten, wo einfach alles, wo ich mir denke, so, okay, läuft. Und ich denke, wie oft denkst du, streiten wir, würde wahrscheinlich auch sagen, nicht oft. Bei mir schreibe ich selten und bei ihm schreibe ich nicht oft. So beantwortet. Viermal im Jahr! Ja, ich habe gesagt, keine Ahnung. Zählst du mit? Ja, nein, habe ich nicht, aber ich habe versucht, das irgendwie in Zahlen zu fassen. Ich habe bei dir nämlich auch nicht hingeschrieben, was du schreiben würdest. Ich habe so, keine Ahnung, einmal im Monat kann nicht sein, aber dann habe ich auch Ja, überlegt, dann ging es um was ist Essen. überhaupt Streiten? Wann streitet man sich Ja, eigentlich? gut, das stimmt. Diskussion oder Meinungsverschiedenheit ist ja noch kein Streit. Ein Ja, richtiger das stimmt Streit. eigentlich. Ich habe ja gesagt, was richtiger Streit ist dann so der Moment, wo man dann wirklich so denkt, so, oh du Arschgemir, ich kann dich jetzt gerade nicht mehr sehen. Das ist dann, Das wo ich kommt dann wirklich denke, wo selten ein richtiger vor. Streit Ja, ist. das Und das ist stimmt. das, wo ich sage, dann vielleicht, keine Ja. Ahnung, 4 Mal oder Deswegen wenn habe ich auch. überhaupt. So, schnarchst du. Das wollte auch ein Zuschauer wissen. Ich weiß es nicht. Ich schaue mir selten beim Schlafen zu. Er sagt immer, ich schnarche nicht. Also ich habe sie noch nie wirklich schnarchen bemerkt, vielleicht ein, zwei Mal in meinem Leben, wenn sie blöd lag oder sowas, aber die Amy schnarcht wie ein Düsenjet. Ohne Scheiß. Also das ist schon was ganz anderes. Du schnarchst manchmal. Ja, du schnarchst. Leo schnarcht nicht. Xarok schnarcht nicht. Definitiv. Ich habe ihn ja auch vielleicht 2, 3 Mal. Manchmal hat man ja zum Beispiel Schnupfen oder liegt blöd oder so. Aber jetzt nicht so, wie man das manchmal kennt von so alten Männern, die immer schnarchen oder so. Ich habe Nein geschrieben. Ich hoffe nicht. Nein, du schnarchst wirklich nicht. Habe ich gemeint, die Okay. Amy, die schnarcht Ja, viel. habe ich auch gesagt. Wie so ein Düsenjet, habe ich gesagt. Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Meine Lieblingsjahreszeit ist eigentlich. Frühling oder Sommer? Also, ich mag Sommer gerne, ich mag den Herbst auch ganz gerne, aber meine Lieblingsjahreszeit ist eigentlich der Frühling, weil es ist so nach dem Winter, wo man sagt: So, oh, wann ist der endlich vorbei? Und dann die ersten grünen Sprossen an den Bäumen und die Blümchen sprießen aus dem Boden. Das ist so meine Lieblingszeit. Jetzt Es wird halt schwafel ich alles aber. warm und vor allem Ja. dieses Jahr ist der Frühling perfekt. Ja, das Alles ist stimmt. blüht und ist gelb und bunt und, Und ach, gelber Bund. und warm. Das ist einfach. Was machst du am liebsten in deiner Freizeit? Wenn ich wirklich mal. Das Problem ist momentan in meiner Freizeit, also wenn ich nicht in die Arbeit muss, wo ich halt einen Arbeitsvertrag habe und 40 Stunden absolvieren muss, arbeite ich mit Xaro zusammen. Oder man macht halt, was sich so ergibt. Keine Ahnung, jemand hat Geburtstag, du musst auf den Geburtstag. Ist nicht so, dass es keinen Spaß macht, aber es ist irgendwie ja auch eine Art Verpflichtung. Macht natürlich Spaß.
Genauso wie wenn ich mit Xaro Videos mache, macht auch Spaß, aber irgendwie müssen die ja produziert werden. Aber wenn ich jetzt wirklich Freizeit, wenn ich mir jetzt zum Beispiel wenn ich an unseren letzten Urlaub denke, am liebsten mache ich nichts. 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 Zum Beispiel am Pool liegen. Essen. Schauen wir mal, zum Beispiel am Pool liegen oder Gassi gehen mit den Hunden oder ein Eis essen. Das ist für mich so nichts tun. Es ist nicht so, dass ich sage, ich möchte unbedingt Sightseeing machen oder ich möchte unbedingt Sport treiben oder irgendwas Anstrengendes oder so, sondern ich mache am liebsten was, wo ich faul sein kann. Essen, schlafen, das reicht. So, jetzt bin ich gespannt, was er geschrieben hat. Wahrscheinlich hat er geschrieben, er hat keine Freizeit, weil der gönnt sich in letzter Zeit gar keine Freizeit oder kaum. Ich muss ihn immer zwingen. Ich glaube aber auch eher faul sein. Schreib mal, faul sein trifft's. Das ist das faul sein. Faul sein, alles, was Spaß macht. So, das kriegt er jetzt so. Ich habe geschrieben, ich esse gerne und Garten und Auto. Du hast geschrieben, faul sein, alles, was Spaß macht. Boah. Oh, die letzte Frage. Magst du Amy oder Leo lieber? Das hat auch ein Zuschauer gefragt. Das ist eine fiese Frage. Oh, das ist auch so eine blöde Frage. Vor allem guckt mich Leo gerade so an. Du hast mich am lieber, oder? Der wartet gerade echt auf eine Antwort. Ich habe echt gerade das Gefühl, dass er auf eine Antwort wartet. Amy ist eine Prinzessin. Aber ich kann jetzt nicht da Amy reinschreiben. Aber wenn ich mich tatsächlich, also wirklich entscheiden müsste, also wenn ich jetzt wirklich sagen müsste, einer von beiden muss jetzt sterben, dann würde ich sagen, nee, das kann, nee, das geht nicht. Manchmal geht mir aber der Leo ganz schön auf den Keks. In dem Moment denke ich mir, wer kam denn auf die Idee, einen zweiten Hund zu holen? Aber nein, ich habe ihn sehr lieb. Und deswegen, es gibt manchmal Situationen, wo man sich denkt, warum nicht nur die Amy? Aber auch die Amy kann manchmal nerven, wenn sie so gar nicht hört, weil sie denkt, ich kann das alles alleine. Deswegen natürlich mag ich beide. Aber man merkt, in welche Richtung ich tendiere. Amy ist halt nun mal mein Hund. Aber ich könnte das nicht. Also ich würde sagen, vielleicht mag er die Amy so ein ganz kleines Quäntchen lieber, aber ich glaube, das würde auch niemand so wirklich zugeben oder sich eingestehen wollen oder ja. Und ich schreibe bei ihr jetzt auch, ich mag beide. So, das war die letzte Frage. Super cool. Jetzt haben wir ein bisschen was gebraucht. Und ich bin gespannt, wie Xia den antworten wird. Ich hole sie mal. Ich schreibe beide Amy zusammen. Mal schauen, was er sagt. Ich schreibe beide Amy als ein Wort. Ich schau mal, was er sagt. Okay. Ach, das war's. Okay. Na dann bin ich mal gespannt, wie seine Antworten waren. Oh, die letzte Frage. Leo hat mich echt so angeguckt. Ja, 5 Minuten so. Was? 5 Minuten? Nein, so lang nicht, aber er hat mich echt lange angeguckt. Manchmal habe ich das Gefühl, die verstehen einen. Ja, Ich habe auch gesagt, jetzt sind die Hunde hier, ich kann doch jetzt nichts Falsches sagen. ja. Ja. Manchmal geht mir der Leo so auf die Nerven, dass ich mir denke, wieso musste der zweite Hund sein? Aber ich würde ihn nie wieder hergeben. Ja, Nie richtig. wieder. Aber die Amy ist halt deine Prinzessin. Ja. Was aber nicht heißen soll, dass du den Leo nicht magst. Nee, ich mag den kleinen Sticker, den Räcker. Ja. Den mir. Deswegen habe ich gesagt, ich schreibe jetzt mal beide Amy als ein Wort, mal schauen, was du sagst. Er versteht es nicht. Doch, ich weiß schon, so wie Jein. So. Ja, Ja, war lustig. also ich glaube, dass wir uns schon ganz gut kennen, also die Ja. meisten Sachen schon. Ist Nach interessant, dass 12 Jahren ich sollte das erfahren schon. habe, dass du, aber dass es noch was zu erfahren gibt, dass du Polizist werden wolltest, kann ich mich jetzt echt nicht daran erinnern, dass du mir das mal Ja, erzählt weil man hättest. sagt man das schon groß, gell? So, was mich jetzt interessieren würde, wie seht ihr das? Passen wir zusammen oder nicht? Kennen wir uns gut genug? Dürfen wir verheiratet bleiben oder sollen wir uns scheiden lassen? Genau. Schreibt es in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Tschüss! Tschüss!